Also, hallo, willkommen zu einem weiteren Video. Man sieht wieder nur die Hände, weil wir jetzt sehr viel hier euch zeigen wollen. Also erstmal hallo. Ich bin heute nicht alleine. Ich bin mit Nicole zusammen. Und ihr seht vielleicht diesen weißen Bottich in meiner Hand. Und das erkläre ich euch jetzt vor. Und zwar ist das Seife. Wir haben jetzt nämlich so eine Videoreihe vor, wo wir halt so ein paar Beauty-Sachen machen. Wir haben halt jetzt heute Seife, dann haben wir noch eine Idee von Body Scrub, also so ein Body Peeling und dann so ein Lippenpeeling und dann auch ein Lippenbalsam, weil wenn man peelt, muss man natürlich auch Balsam machen. Und Badebomben nicht zu vergessen. Und Badebomben nicht zu vergessen, wisst ihr? Deswegen bin ich heute nicht allein. Genau, aber heute, wie gesagt, machen wir die Seife. Da haben wir auch schon was vorbereitet, das hört ihr vermutlich an der Mikrowelle. Genau, wir wollen nämlich diese Seife, müssen wir zunächst erstmal aufweichen, auflösen. Nee, nicht auflösen, aufweichen. Aufweichen. Aufweichen, genau. Die ist nämlich ziemlich hart. Also das ist Steingrat hier drin. Und das haben wir halt mit dem Löffel rausgekratzt. Wenn ihr die ganze Seife benutzt, könnt ihr natürlich auch das daraus schneiden. Und in zwei Schüsseln gepackt. Die wollen wir jetzt nämlich noch ein bisschen dekorieren und formen. Weil einfach nur Seife... Uffi. Einfach nur Seife aufwärmen und dann in Form packen. Ist uns ein bisschen langweilig. Wir haben uns so schöne Form aufgesucht. Genau, es riecht nach Zitrone. Dann haben wir uns noch so ein bisschen dekorativ so Blüten ausgewählt. Ich komme auch gerade nicht so klar, dass die Kamera verspiegelt ist. So, also noch die Blüten ausgesucht und hier nochmal so ein paar. Und dann, damit die Seife auch natürlich richtig gut riecht, ne, haben wir hier noch so eine Duftrose und... Oder einen Duft mit weißem Tee. Man kann aber auch jedes andere ätherische Öl nutzen, das man nutzen möchte. Und für eins haben wir uns noch entschieden. Was haben wir uns dazu entschieden? Farbe. Genau, man kann auch Farbe mit reintun. Wir haben hier Lebensmittelfarbe in Tröpfchen. Und schauen mal, wie sich das dann auswirkt. Genau. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen mit dabei. Ich habe eigentlich schon gespielt in den die ist natürlich jetzt sehr flüssig. So wollen wir das nämlich auch haben. Damit wir jetzt das alles mixen können. Ich beschäftige mich diesmal mit der Rosenseife, ne? Und genau. Mit der schönen bunten orangenen Seife. Und dazu, weil die Seife an sich riecht sehr stark nach... Weiß ich gar nicht. Also die riecht nicht neutral, die hat halt ihren eigenen Duft. Und deswegen packen wir da jetzt... Das ist wohl sehr offen. Also wir packen da einfach so ein bisschen rein, bis ich das rieche. Ja, jetzt kommt gar nichts mehr raus. Das war erst nur der erste. Vielleicht, okay, ich muss es jetzt wirklich halten, dann geht es auf eine Art schneller. Aber man muss leider relativ schnell auch arbeiten mit der Seife, weil die wird relativ schnell hart wieder. Genau, ich habe jetzt nur so 4-5 Tröpfchen reingemacht. Bei Jade wird es ein bisschen intensiver. Wird das wesentlich mehr. Ich lege nochmal nach. So, und dann wieder natürlich immer verrühren. Das ist wie bei dem Kuchenteig. Immer wenn man was Neues reinpackt, immer wieder mehr rein. Und bei mir war es das jetzt eigentlich schon. Ich überlege gerade nur, ob ich die Seife jetzt mit reinmische. Die Seife. Was rieche ich denn? Was würde ich denn? Die Blüten. Ob ich die Blüten jetzt schon reinmache oder erst reinkippe? Und dann. Das ist ein schöner. Du kannst es ja unterschiedlich machen. Das stimmt. Dann kippe ich jetzt doch erstmal ein bisschen was rein. Glaube ich mal, das ist ganz schön. Nicht aus der Mikrowelle. Wollt ihr das so in so einer Reihe aufteilen? Ja, gerne. Dann habe ich hier die Rose. Ich mache nämlich ein Geschenk für meinen Kollegen. Also eher gesagt, für die Oma meines Kollegen. Deswegen mache ich das jetzt so langsam hier rein. So. Oh, da habe ich schon ein bisschen gekleckert. Oh! Ja, also falls ihr so tollpatschig seid, ich vielleicht sichere Kleidung und Handschuhe anziehen. Oder auf jeden Fall eine Tischunterlage. Also ich habe hier jetzt eine wunderschöne gelbe Seife. Davon gebe ich auch schon mal ein bisschen was in die Form rein. Ich habe das Ganze. Und ich habe gleich noch eine weitere Idee. So, ich habe jetzt einfach die Blümchen da drüber gestreut und habe sie so ein bisschen reingedrückt, damit die nicht nur an der Oberfläche sind.
Und werde jetzt einfach den Rest reinmixen. Also den Rest ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon so ein bisschen reinmixen. Hoffentlich. Und das dann unterrühren. Ja, komm nicht zu viel bitte raus. Ach, da kommt zu viel raus. Wenn ihr merkt, dass die Seife in dem Gefäß zu hart wird, dann könnt ihr das Ganze nochmal in die Mikrowelle schmeißen. Ich habe schon über Seife entwickelt. Bei mir ist das alles noch nicht so ganz sauber. Oh Gott. Ja, ich werde jetzt noch eine Seife machen mit Glitzer. Wir können auch Glitzer benutzen. Hier habe ich Goldglitzer. Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade mache. Es ist sehr, es ist ein bisschen heiß. Deswegen, falls ihr das vielleicht von unten anfassen wollt, so ein Handschuh, so ein Top-Handschuh. Top-Handschuh? Ja. So, ein bisschen Glitzer. So, ich habe jetzt einfach den Rest hier nochmal reingepackt. Pack das da jetzt nochmal so drauf. Pack das in die Ecken rein. Bei mir ist es schon ganz hart geworden. Ich werde das nochmal in die Mikrowelle stellen. Also, man sieht auch, so voller ist, also die Aufteilung ist halt auch relativ wichtig, weil man so Form hat. Also wenn man jetzt ganz groß hat, dann hat man natürlich logischerweise weniger Seiten. Bei mir hat es jetzt für zwei gereicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei dir vielleicht drei. Das ist ja noch ein bisschen. Aber ja. Also es ist wie gesagt mehr so ein dekoratives Selbstmachen, ne? Ja. Man schmilzt ja einfach sozusagen die Hauptzutat in dem Sinne und kann es dann so für seinen eigenen Geschmack halt für sich gestalten, was halt schon gut ist meiner Meinung nach, weil manchmal die Seiten in Läden, die sind ja schon so fertig. Also da kannst du nicht sagen, nee, jetzt hätte ich aber lieber die pinke Lavendelseife. Und das kannst du halt, wenn man die selbst macht, kann man das natürlich dann machen. Gottes Willen. kann man das natürlich dann selbst entscheiden. Also finde ich das eigentlich ganz cool. Genau, es gäbe zum Beispiel noch die Möglichkeit, ein bisschen Hafermilch reinzumachen oder auch ein bisschen Getreide dann dazu. Ein bisschen natureller sozusagen. So, das Glitzer sieht man jetzt leider gar nicht so gut. Jetzt trotzdem mal umfüllen. Sehr schön, ich ziehe mal aus. Ne? Ja, und ich finde es auch super als Geschenke. Also, ich würde mich über so eine selbstgemachte Seife halt total freuen. Und es ist halt relativ einfach gemacht. Jetzt halt einfach die Seife und dann geht es schon los. Und es ist dann halt irgendwie so ein bisschen persönlicher. Ich werde jetzt hier noch einmal zu der gelben Glitzerseife noch ein paar Blüten reinwerfen. Mix jetzt auch runter. Und alles zusammen mixen. Und dann in die letzte Form. Kippen. Hab ich ja gesagt, ne? Wie man so das selbst für sich aufteilt. Bei mir sind wir zwei gereicht. Ich habe die relativ dick gemacht. Aber du kannst ja echt alles ausprobieren. Ist natürlich cool. So, die Seife braucht jetzt, weiß ich gar nicht wie lange, also mindestens eine Stunde sicher, um zu trocknen. Mhm. Und dann können wir sie aus dem Förmchen nehmen und verschenken oder selbst benutzen. Genau, also wir werden jetzt nicht eine Stunde live streamen und unsere eigene Unterhaltung filmen, sondern wir würden das dann im nächsten oder dem darauffolgenden Video dann halt zeigen, wenn die fertig sind. Genau, also wie ihr sie vielleicht auch von der Länge des Videos seht, es ist wirklich eine super schnelle, einfache Idee, Umsetzung. Das Einzige, wo wir halt ein bisschen gestruggelt haben, wo hätten wir das gefilmt, dann hätte es vielleicht ein bisschen länger gedauert, war halt diese Seife aus dem Container selbst zu... Container? Jetzt komme ich aber wirklich mit dem Denglisch. Aus dieser Verpackung zu holen, weil die ist halt wirklich hart. Also das ist halt wirklich Stein. Deswegen, und weil wir halt wirklich nur die Hälfte haben wollten, mussten wir es halt so rauskramen mit dem Löffel. Ich habe den Löffel auch schon ein bisschen, der ist schon ein bisschen gerader, als er eigentlich ist. Genau, das hat wirklich halt so ein bisschen länger gedauert, aber selbst das, wenn man die ganzen Container nimmt, Container, was habe ich denn jetzt für Container? Wenn man die ganze Verpackung nimmt, den ganzen Inhalt, dann geht das vermutlich auch super schnell. Genau, also ich würde jetzt nochmal hier so richtig freestyle-mäßig die Kamera nehmen
und das nochmal so vom nahen Film und hoffen, dass die nicht ausflippt. Also hier das Weiße ist halt das mit der Rose. Da haben wir das einmal so untergemischt und einmal nur so von, oh Gottes Willen, von oben drauf gelegt. Und dann, Nicole, was haben wir denn hier schön? Hier ist die gelbe Seife, wo ich auch die Blüten untergemischt habe. Hier ist eigentlich noch Glitzer drin. Das sieht man leider gerade nicht so gut. Ich hätte eine andere Farbe nehmen können. Hier ist die gelbe Seife einfach nur mit den Blüten aufgelegt und hier ist die gelbe Glitzerseife drin. Hier am Rand zumindest sieht man noch ein bisschen Glitzer. Mal sehen, wie es dann aussieht, wenn es getrocknet ist. Genau, und jetzt nochmal so schön von oben. Der Fantasie sind hier überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Dann Farben, Blüten, Glitzer oder was euch sonst noch einfällt. Genau. Super. Also ich bin stolz, ich freue mich schon, wenn die fertig sind. Ich hoffe, jetzt fällt die Kamera nicht hin. Wir haben das nämlich... Oh, okay, sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr heute zugeguckt habt. Falls ihr die Seifen selbst macht oder das auch mal ausprobieren habt, könnt ihr uns gerne Bilder über Instagram schicken. Das ist der gleiche Name wie hier jetzt auf den Streamingdiensten. Und genau, nächste Woche geht's weiter mit dem Lip Scrub. Also sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.